Assalamu alaikum, muchachos! Doppelpeace und eure Nüsse seien gekrault. Super sweet, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege Ranked. Unterwegs sind wir heute auf Chalet und zwar im Solo-Modus. Mal wieder, ich weiß, ich habe auch selber schon festgestellt, Solo-Modus ist suboptimal. Aber muchachos, es ist leider einfach niemand da, mit dem ich zocken kann. Ich habe keine Freunde. Wir picken schnell. Sledge. Ich wollte Thatcher picken eigentlich. Okay, hoffen wir mal, dass sie Küche sind. Wenn sie Kitchen sind, dann passt das eigentlich. Auf geht's, Muchachos, in die erste Runde. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie hart unter Stress ich gerade wieder bin. Es ist alles so hurensöhnlich, so behindert. Denn, Muchachos, eigentlich, ich nehme diese Folge am Dienstag auf. Heute ist Dienstag. Und eigentlich sollte sie auch heute am Dienstag kommen. Aber das Problem ist, ich bin jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde dabei, die Red Dead Redemption-Folge hochzuladen. Die sollte nämlich eigentlich um 15 Uhr anstelle von GTA kommen. Aber, ich loade die schon seit, ich glaube, 40 Minuten hoch mittlerweile. Und sie steht immer noch auf 0%. Ich habe also einen Speedtest gemacht und dachte mir, Alter, Vodafone, wollt ihr mich ficken? Wollt ihr mich ficken? Warum ist das Internet schon wieder so behindert? Wieso kann ich nicht hochladen? Und ich mache den Speedtest und ich sehe, mein Internet ist bestens. Ich habe im Download etwas über 400 MB und im Upload etwas über 50 MB. Also wirklich so, wie es sein soll. Alles perfekt, alles bestens. Aber ich kann bei YouTube nichts hochladen. Ich weiß nicht warum, Muchachos. Ich kann nichts hochladen. Ich brauche noch Hilfe, please, Emro. From where? Okay. Window. Läuft der da oben rum oder was? Wenn, dann muss er oben rumlaufen. Doc ist an dem Fenster. Versuchen gerade mal ein bisschen Deckung zu geben. Ah! So. Jetzt können wir vielleicht nochmal einen Nate da reinschmeißen, oder? Da haben wir niemanden erwischt. Hier wurde C4 ausgelöst. Oh. Ey, Jungs, ey. Ich will auch eigentlich nur nach oben. Okay, also Muchachos, wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese Folge hier wirklich am Dienstag kommt. Kann auch sein, dass jetzt heute am Dienstag wirklich gar keine Folgen kommen. Weil ich, wie gesagt, nichts hochladen kann. Ich weiß nicht, warum ich nichts hochladen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ziemlich aufgeschmissen gerade. Aber ich versuche mein Bestes, um euch mit Videos zu versorgen. Es ist nur gerade wirklich sehr deprimierend. Hier läuft echt nichts mehr rum. Der Doc. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Doc weg ist, aber der Doc ist tatsächlich irgendwo am Start anscheinend. Da kann man eigentlich auch nicht runterspringen, das kannst du vergessen. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Oh, und da ist der Doc. Ich hab ihn gefunden. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ah, nein, das war der Echo. Scheiße, Alter. Ey, aber es hat schon wieder alles so lange gedauert. Der Blackbeard ist auch immer noch draußen. Noch 10 Sekunden. Alles behindert, Muchachos. YouTube will nicht, R6 will nicht. Zum Kotzen. Ich könnte echt heulen, ey. Ich könnte echt heulen. Ich muss halt gerade alles alleine managen. Ich muss alles irgendwie hochladen und einstellen, damit es pünktlich rauskommt, damit die richtigen Videos rauskommen, damit alles geschnitten ist rechtzeitig und gerendert ist rechtzeitig und hochgeladen ist rechtzeitig. Und dann kommt einfach sowas, dass ich nicht hochladen kann. Und das schmeißt meinen ganzen Zeitplan durcheinander und ich weiß nicht, kommen jetzt heute überhaupt noch Videos oder muss ich noch irgendwas vorproduzieren? Ich bin heute Abend noch auf eine Halloween-Party eingeladen. So, kann ich da noch hingehen oder muss ich irgendwie warten, bis YouTube wieder funktioniert? Oder ich hab, Muchachos, es ist echt. Wir gehen auch Küche. Spiel ich Capcan. Spielen wir eine Runde Capcan mit Schalldämpfer. Ich mache mir erstmal ein Monster auf, Muchachos. Ich brauche
Ein bisschen was zur Beruhigung. Prost. Das war ein guter Schluck. So. Kennt ihr das, Muchachos? Ich hab ja auch manchmal so Tage, wo einfach nichts klappt. Wo man so denkt, was habe ich dem Universum jetzt eigentlich schon wieder getan? Habe ich irgendwen aus Versehen beleidigt, den ich beleidigen sollte? Oder ich weiß es nicht, ey. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, wir haben noch 10 Sekunden. Ich könnte theoretisch irgendwas verstärken, aber ich wüsste auch gar nicht, was ich verstärken soll. Machen hier den Job auf, gehen nach unten. Die Gegner müssen noch eine Bombe lokalisieren. Ich werde hier noch eine Kapfenladung anbringen. Gehen da mal gucken, wo die Gegner reinkommen, wa? Bisschen Roam. Ich hoffe, das Roam wird erfolgreich. Kurz auf Camps checken. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich sehe noch nichts. Die Camps draußen scheinen alle down zu sein. Eine Valkyrie-Camp draußen. Da lief auch was rum auf der Seite. Aber hier ist noch gar nichts. Von wo wollen die Schlawiner denn angreifen? So langsam könnte man denken, es wird mal Zeit. Ich glaube, ich roame hier nochmal rum. Ich bringe hier noch eine Trap an. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Geh nochmal andersrum. Unsere Frost hat wen erwischt, das war oben. Okay, auf jeden Fall haben sie, glaube ich, schon mal mit der Hibana im Schlafzimmer geöffnet jetzt. Das ist nicht gut. Der in Bedroom. Oh! In der Garage sind sie und im Bettraum. Bettraum, Schatz. Kann ich in der Garage vielleicht irgendwas über Camps sehen? Hören tue ich hier noch nichts. Hier hört man ein paar Steps, aber auch nichts Akutes eigentlich. Digga, wo sind die Chobos denn? Die sind doch immer zu viert. Keine Ahnung, wo er hin ist. Da müsste immer noch irgendeiner sein eigentlich. Okay, Muchachos, wir haben immerhin einen Kill bekommen, aber irgendwie war das ziemlich langweilig. Ich war halt auch irgendwie auf der... Aber die sind alle nur über die eine Seite gekommen. Alle nur über Schlafzimmer angegriffen. Das war auf jeden Fall ein Fehler bei denen. Ein Kill. Also Kills sind auf jeden Fall schmuh verteilt. Sie könnten jetzt natürlich Garage gehen. Es nimmt schon wieder keiner irgendwas mit, was man gebrauchen kann, ne? Ich würde Hibana nehmen. Okay. Wir müssen die Bombe aufspüren. Garage war unser Guess. Kann ich vielleicht die Bombe aufdecken? Nein, natürlich nicht. Achtung, eure Warum Drohne sollte ich auch? Bombe. Aber meine Cam steht hier ganz gut, würde ich sagen. Ich liebe diese Drohne einfach. Schneemobil-Drohne. Die ist am Stissel, ey. Hallo! Haben wir schon aufgehört. Okay. So, sie haben einen Bandit auf jeden Fall. Ich hoffe, Buck kann eine Nate da reinschmeißen. Ich hoffe, er kriegt das hin, die Nate durchs Drohnendoch zu schmeißen. Kann es sein, dass ich falsch gespawnt bin? Nee, bin ich nicht. Passt hier.
Ding ist schon weg. Die Fenster oben sind noch zu. Entschärfung muss zurückgeholt werden. Da ist nicht mal irgendwas dran, Alter. Zurückbleiben. Okay. So wie es aussieht. So wie es aussieht, sieht das gut aus, finde ich. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier noch ein einigermaßen passendes Loch hinkriege. Auf zur anderen Seite. Dass wir vielleicht noch ein bisschen nach hinten aufpassen. Wieso hat eigentlich der Dude die Bombe da liegen lassen? Also einigermaßen dicken zu werden. Gesichert. Puh, okay, dann gucken wir mal, dass wir reinkommen, Muchachos. Jetzt reinkommen und planten, ne? Das ist jetzt der Plan. Mira ist halt immer noch so dahinter. Can get smoke, let's. I'm planting. Komm schon, gib mir Deckung. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Oh! Okay. Wir sind raus. Ja. Ein Gegner. Ja. Okay, Muchachos. Und das haben wir! Bam! Drei Kills, ey! Huh! Okay. Nachdem erste Runde gar nichts lief und zweite Runde gab es zwar einen Kill, aber relativ langweilig, haben wir hier ordentlich auch strategic gemacht, ne? Die Drohne war innen drin, sehr schön platziert, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Auch da in dem Regal. Das erste Mal, als ich den gestellt habe, aber da konnte man ganz gut die Mira sehen. Richtig geil, dass unsere Leute von hinten angegriffen haben, aus dem Weinkeller, dass sie da Druck gemacht haben. Wir sind reingekommen, wir konnten planten, das Loch hat geklappt, also wirklich, alles super. Und dann schöne drei sexy Kills abgeholt. Jetzt gehen wir auch Weinkeller. Ich würde auch eigentlich Active Bandit machen, aber das Ding ist gepickt. Dann nehmen wir Smoke, würde ich fast sagen. Oh oh, oh oh. Ich spiele Smoke mit MP und MP. Hätte ich mir vielleicht vorher noch mal ein bisschen anders hinlegen sollen. Da hatte ich nicht ganz auf den Schirm, was meine Dinger hier so machen. Bandit? Ah. Bombe schon entdeckt. Bandit macht oben zu, dann schieße ich mal hier eben die Türen. Zack. Und zack. Das war vermutlich nicht so gewollt. Von der Twitch-Drohne hier. Eine Twitch-Drohne haben wir. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Das Problem ist natürlich, dass ein Mirafenster, das wichtige Mirafenster, auch schon offen ist, würde ich sagen. Okay, Steps von, beziehungsweise Schüsse von hier. Das Gerät ist am Platz. Ich setze das Gerät ein. Hauptsache, ich habe die Clash von links gehört. Hier kommt das. Meine Süßen sind in Position. Help him. I smoke for you. Okay. Muchachos. Der Teamplayer ist am Start. Ich glaube, es kam von rechts. Wow!
Alter, der war drinne. Okay, sie haben schon geöffnet. Ich glaube, ich würde jetzt gerne an die Stairs rübergehen. Ich glaube, safer ist es, wenn ich das hier rummache. Wenn ich da einmal offen vorlang laufe. Okay, der ist down. Okay. Eigentlich müsste es relativ safe sein. Die Türme hätte ich auch kriegen können, aber... I think they got the Fuser. They got the Fuser. But he's outside. Oh, ich muss sagen, die MP von Smoke gefällt mir eigentlich. Die schießt relativ genau. Na, fuck! Sagt er und stirbt. Okay, aber eigentlich, das Ding sollte für mein Team machbar sein. Da chillt er. Oh, da kommt eine Kamera. Aber nur gemutet. Und deaktiviert, meine ich. 10 Sekunden noch. Oh, da kam er von oben. Sehr schön, Muchachos. Es klappt doch, ich muss sagen, ich mag das Team. Ist selten bei Random Teams und die erste Runde war auch ziemlich wackelig, muss man sagen. Aber jetzt Runde 2 und 3 haben sie echt schön gespielt. Ich habe mir wieder 2 schöne Kills geholt, hab dann ein bisschen zu weit rausgepiekt. Hätte man natürlich nicht machen müssen, ne? Aber Deko ist wieder nicht so schlau gewesen, deswegen machen wir das. So, die Frage ist jetzt, die können natürlich wieder Garage gehen. Ich denke auch, wir sollten für Garage picken. Sonst können sie, glaube ich, nur Bar nehmen. Und Bar ist natürlich richtig scheiße. Deswegen glaube ich nicht, dass sie Bar gehen werden. Ich nehme wieder Hibana mit. Operator-Auswahl wieder nicht ganz so geschickt. Wobei ich gerade sehe, die hatten... War der Termite schon gepickt, als ich Hibana gepickt habe? Dann hätte sich Hibana eigentlich erübrigt gehabt. Hätte ich auch Fletcher picken können. Dann wäre ich jetzt quasi der Schlawiner gewesen, der nicht aufpasst. Und nicht fürs Team pickt. Keine Ahnung. Aber sie haben recht, wir haben Maverick dabei. Theoretisch kann natürlich auch Maverick den Scheiß aufdecken. Eine Valkyrie, die wurde schon markiert. Okay, Pulse is going to toss C4 through the windows. 5 Sekunden. Ah fuck. Ah fuck, ich dachte, er wäre reingegangen. Ah, scheiße. Ich dachte, er wäre wieder unten gegangen, der Puls, aber ist er nicht. Sonst wäre ich mit meiner Drohne gar nicht so offen da reingefahren. Kamera. Da war nichts mehr. Nice dude. Aktiviere Drohne. Okay, Bennett ist gone, Bennett ist gone. Wechsel Magazine! Klapp, klapp. Bombe gefunden. So, das klappt aber. Hä? Wieso sind meine Dinger gerade kaputt gegangen? Fuck! Den hätten wir da erwischen können. Pulse Wars in Bibliothek. Oh. Wie sag ich eigentlich Bibliothek, wenn es auf Englisch Library ist? Man weiß es nicht so genau. Problem ist jetzt, im Vergleich zur Runde davor. Wir haben keine Drohnen mehr hier. Feind draußen. Alter, zum Glück war ich so weit in Deckung. Lol. Aber ich war ja gar nicht in Deckung für Inworm. Entschärfer ist jetzt gesichert. Entschärfer ist jetzt gesichert. Was ist das? No, don't play, he's gonna kill you. Oh,
Entschärfer ist aktiviert. Beschützen Sie jeden. Wow! Headshot, Muchachos! Wow, 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 wow. Das lief nicht ganz so smooth wie die letzte Angriffrunde, aber wir haben es geschafft, Muchachos, schon wieder und gewonnen. 4:1 nach Hause rasiert. Das finde ich doch mal schön. Ich finde, so kann zur Abwechslung auch mal ein Random Rank bzw. ein Solo Rank Game laufen. 7 Kills haben wir geholt. Damit knapp auf dem 2. Platz, ist in Ordnung. Gold 1. Ja genau, wir sind in der Range, Muchachos. 2 Wins noch, 70 Punkte. Dann wären wir bei 3.310. Dann wären wir wieder im Platin drin. Ne? Super sweetes Ding, Muchachos. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Oh. Daumen nach oben. Abo da lassen. Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao.